Willkommen zurück zu Pixel Junks. Und ihr fragt euch sicherlich, warum ich so mich am kaputtlachen bin, denn ja, ich habe totalen Blödsinn erzählt in den letzten Folgen, denn es besteht ja nicht nur daraus, diese Männchen aufzusammeln und diese ganzen Diamanten, sondern man muss auch wirklich das Level clearen, um wirklich 100% auch zu bekommen. Und ich habe gedacht, ah ja gut, komm, da ist ja nur so ein Dingen da, da muss man mal eben machen und alles ist okay. Nein, nein, das ist schon, da steckt schon mehr hinter. So. Ich frage mich aber immer noch, wo hier die Diamanten sind oder sein sollen. Wow! Ja, den habe ich mal gnadenlos niedergeballert. War ja klar. Aber richtig eiskalt. Und ich vermute, dass... Aber wie kriegen wir denn hier Wasser hin? Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Hier war doch irgendwo... Ach nee, das war ein an... Ach ja, das war ja ein anderes Level. Aber wie kriegen wir denn da... Ist da unten nicht ein Diamant? Nein. Ich sehe schon Dinge, die nicht da sind. Bin ich tatsächlich so blind? Bin ich tatsächlich so blind, also dass ich die Dinger nicht, die Diamanten nicht sehe? Da unten liegt einer drin. Würde ich jetzt mal vermuten, aber wie kriegen wir da Wasser rein? Können wir irgendwie Wasser aufnehmen mit unserem... Ne. Kriegen wir denn? Und vor allen Dingen, wo soll der letzte sein? Ja, wir kühlen uns ja schon ab. Ja, wahrscheinlich unter der Lava. Gut, gehen wir mal weiter. Level beendet. Und somit geht's direkt weiter. Wir starten ein neues Level. Ja. Und das wäre das hier. Und zwar gefährliches Gas. Ein neues Level. Diamanten natürlich mitnehmen. Oh, da ist schon ausströmendes Gas. Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo? Okay. Was macht das Gas mit uns? Zerstört uns das? Nein, es zieht uns nur nach oben. Da kommen wir auch nicht raus. Da ist aber ein Diamant, jawohl. Das läuft doch schon besser wie in den vorigen Folgen. So. Den nehmen wir auch mit. Wow. Das fehlen uns aber immer noch zwei Diamanten. Tja, wo sind die Diamanten? Ich glaube, ich bin einfach zu dämlich, hier zu finden. Kann, macht das sein? Vielleicht seht ihr die ja besser wie ich. Also ich sehe sie hier nicht. Ich fische einfach mal ins Trübe. Kann ich besonders gut. Aber ich sehe sie wirklich nicht. Also partout sehe ich diese... Sehe ich partout die Diamanten nicht. Gut, sie sind ja auch nicht leicht zu entdecken, muss man... Jetzt leuchtet's ein! Wieder ein geheimes Level und da ist auch schon der letzte Diamant. Sehr schön, awesome! Jawoll! Uns auftreiben, ab zum Ausgang. Und schon geht's weiter ins nächste Level. Wenn ich mal durch die Wand kommen würde. So. Da ist ein Gegner, den... Darum geht schon mal nicht weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Vielleicht geht's ja hier weiter. Nein, auch nicht. Wow!
Den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Da ist aber ein Diamant. Ach nee, das war nur Gas. Jetzt bin ich schon so dämlich, dass ich schon hier... Ah, einen habe ich auch noch. Oh Gott. Da war einer. Eins von drei. Und da schießt... Da fehlt doch schon ein Kamerad von uns. Cool. So. Ja, Tür geht auf. Das Level Up nehmen wir noch mit. Lass uns dabei natürlich nicht erschießen. Wow, was ist das? Wow! Was ist das? Okay. Da oben rechts oder links sehe ich einen Diamanten. Den wir mal ganz schnell heimsuchen. Da gibt es hier oben... Wow, da ist Lava, oder? Aber da gibt es auch kein Bonus-Level. Aber wir haben alle drei Diamanten, das heißt, wir können direkt weiterfliegen. In das nächste Level. Das machen wir doch glatt. Ist hier unten was? Oh, die Taler sammeln wir mal ein. Und dann geht's auch weiter. So. Neue Runde, neues Glück. Willst du schnell ein Ziel sein, drücke beide Sticks in die gleiche Richtung für Boost. Ja, mache ich ja. Kenne ich ja schon den Tipp. Danke aber nochmal dafür. Da ist ein Diamant. So. Und das Gas mal wegströmen. Vielleicht zeigt uns da irgendwie was das Gas, ob da irgendwie vielleicht was ist, weil man sieht ja wirklich gar nichts. Wow! Oh nein! Ach, das ist jetzt explodiert! Okay. Wenn es mit der Lava in Kontakt tritt, explodiert das. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt. Solange uns nicht betrifft, oder... wir ihn nicht treffen. Und ein Bonusraum wieder. Jawohl. Sehr schön. Da oben geht es aber nicht weiter. Hier unten ist ein Diamant, den wir so nicht kriegen. Wo wir hier lang fliegen müssen. Da ist eine Blume. Okay. Damit haben wir alle Crewmitglieder unseres Schiffs beisammen. Und da unten ist auch der letzte Diamant. Und dann können wir direkt nach Hause fliegen. Zack, jawoll. So, ich würde sagen, ich glaube, ne, vorletzte Level ist es, glaube ich. Oh. Hier haben wir auch wieder drei Diamanten, die wir finden müssen. Hier oben ist wahrscheinlich wieder ein Bonus-Level, jawoll. Oder ein Bonusraum, sogar mit Pfeil. Wie geil. Damit sogar ich, der Reflex, das sieht. Sonst hätte ich den Diamanten nie im Leben gefunden. Nein, warum rette ich die nicht erst? Ah. Da ist auch ein Diamant. Oh, was sind da denn für Gegner? Die kenne ich ja noch gar nicht. Aber wo ist hier der nächste Diamant? Ah, da war er. Doch im Dunkeln getrübt und doch gefunden. Oh, okay, wenn man Lava, alles klar. Also mit Lava in Verbindung explodiert das Gas. Müssen wir natürlich ganz schön aufpassen, dass wir auch nicht hier überhitzen dann an der Stelle. Oh, da habe ich jetzt das Level Up liegen lassen. Naja. Immer noch nicht letzte Level. Geht's noch weiter? Na gut. Weiter geht's. Zwei Diamanten. Da war einer. Ich wusste es doch. Hat er sich versteckt. Der ist Sauknochen. Da ist auch einer. Und da haben wir schon zwei. Nein, da bin ich explodiert. Nein, da wollte ich viel zu viel an dieser Stelle. Oh Gott. Naja, jetzt wissen wir natürlich erstmal, was kommt, was auf uns zukommt. Das heißt,
Ah, da war der Schatten vom Diamanten. So. Schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen klüger angehen, das Ganze. Da ist schon Lava, ich sehe es schon. Die wird uns wahrscheinlich irgendwie zum Verhängnis werden gleich. Oder auch nicht. Ah, da oben tropft es runter. Das gibt eine Kettenreaktion. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, definitiv. Das hier auch. Aber wir sind ganz klug und fliegen so schnell wie möglich da durch. Aber da geht schon los, die Kettenreaktion. So, weg hier bloß. Bloß weg hier. So. Halt die Feuertaste gedrückt, um die Zielraketen. Ja. So, Naoki. Ich muss aufhören. Ich habe versucht, sie zu warnen. Die Zeichen hier sagen eine große Gefahr voraus. Niemand glaubt mir. Nicht mal meinen Kollegen. Sie sind weitergegangen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Aber das schreckliche Beben kam von unten. Und dahin sind sie gegangen. Wie könnten sie das nur überleben? Das weiß ich auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe mal, sie haben es überlebt, die Kollegas. Ganzen Kollegas. Ich glaube, wir sollten es beeilen. Das ist mit, oh, mit Zeitdruck. Ja, wir sollten uns ein wenig, oh, ein wenig beeilen, ein wenig. Oh. Okay, sowas gibt's da natürlich auch. Ah, okay. Und jetzt? Was? Ach, da. Oh. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Okay. Okay. Leute, darauf war ich nicht. Leute, darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Aber mal sowas von nicht. Aber mal sowas von nicht vorbereitet. Wow. Wow, 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 wow. Und jetzt? Ja, ich... Oh, ich sollte mich vielleicht doch da mal abkühlen. Leute, auf sowas war ich nicht vorbereitet. Wie geil ist das denn? Was für eine epische Wendung das Spiel doch nimmt. Damit hätte ich ja mal gar nicht gerechnet. Der Riesenspucker. Okay. Der nimmt mich jetzt mal voll mit. Wow. Jetzt habe ich natürlich schon direkt mit dem ersten Mal mein Schild verloren. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich mir ein neues Schild besorgen. Weiß nicht, wo ich natürlich da unten nicht rankomme. Das ist natürlich nicht... Wow. Nicht schön. Hallo, ich will hier raus. Hallo, ich will hier raus. Oh. Okay, schmeiß dich wieder hin. Das heißt für uns, wir können jetzt eigentlich... Ah, ja, jetzt, ja, eine Insel. Wir müssen jetzt quasi von... Oh nein, 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 nein. Wir müssen jetzt von unten müssen wir ihn erledigen, damit wir nicht von den Steinen arg gekillt werden. Dazu werde ich mir aber erst das Schild holen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wir brauchen ein neues Schild. Ja. Oh, damit hätte ich ja mal gar nicht gerechnet, dass das... Wow. Wow.
mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er schießt doch wieder Lava, ja. Kriegen wir da noch irgendwo Schild her? Oh, wir sollen aufpassen, was wir tun. Wow, die Riesenkrake oder diesen Riesenkrebs, den erledigen wir mal ganz fleißig. Und damit haben wir ihn. Wir haben ihn. Den Riesenspucker. Jawohl. Awesome. Was heißt das für uns? Wo müssen wir hin? Yes! Warum ausgerichtet Spinnen? Die Trophäe habe ich bekommen, ja. Und... oh mein Gott. Das war gerade meine Uhr. Denn die 15 Minuten sind um. Das heißt, ich muss die Folge zusammenschneiden. Macht aber nichts. Das heißt, die Folge für euch wird natürlich länger. Damit ihr den Bosskampf auch voll seht. Oh mein Gott, das gibt es gar nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie es hier weitergeht. Und ihr seht schon, oh, es wird fröstelig. Es wird ganz schön eisig. Feuer und Eis, heißt es in Episode 2. Und da dürft ihr natürlich, ja, sehr, sehr, sehr gespannt sein. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.